Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Alan Wake. Wer kennt es nicht? Viele haben es schon gespielt. Ich noch nicht. Ich kenne es wirklich noch nicht wirklich. Nanü, was geschieht denn jetzt? Ja, Mensch. Also, nochmals Alan Wake. Ja, was für eine geilere Einleitung kann es denn eigentlich geben, um schon mal die Stimmung hier richtig festzumachen für dieses Meisterwerk. Ja, wie ich bereits sagte, ich habe das Spiel selbst nie gespielt. Ich habe noch nicht mal wirklich was davon gesehen, außer vielleicht die ersten 5 Spielminuten oder so. Ich wollte mich da auch nicht spoilern. Nein, ich gehe dieses Spiel also quasi, ja, total wie ein unbeschriebenes Blatt Papier an und möchte das Ganze mit euch hier genießen. Ich habe die Einstellungen natürlich wie immer bereits soweit gemacht und habe natürlich mal, wie gesagt, auch nur eine Minute angetestet, wie das grafisch alles funktioniert, ob das mit der Aufnahme läuft und so weiter und so fort. So wie es aussieht, ja, also wollen wir dann doch gleich mal loslegen, oder nicht? Alan Wake aus dem Hause Remedy, auch ein sehr renommiertes Unternehmen, und ich freue mich wirklich, wirklich darauf, das jetzt hier mit euch zusammen zu erleben. Natürlich auf Schwierigkeitsgrad normal. Schauen wir uns das mal an. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Folge 1. Albtraum. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Tja, wir befinden uns also offenbar in einem Albtraum, wie der gute Alan uns gerade eben erzählt hat. Haben hier eine
jemanden gerammt. Der ist jetzt auch verschwunden, aber das ist auch völlig unwichtig, denn auch der Tunnel wurde, wie wir sehen, zugemauert. Für uns ist nur wichtig, dass wir den Leuchtturm wohl erreichen. Ja, dann wollen wir doch einfach mal das Tutorial hier jetzt abschließen. Sehen Sie zum Scheinwerfer auf, mit der Maus drehen Sie die Kamera und diese schwere Aufgabe, kann ich gerade noch so bewältigen. Die Steuerung umkehren, um nach oben und unten zu sehen. Nein, dankeschön. Sie können die Kameraeinstellungen in der Anzeige der blub irgendwas gehen Sie mit Tasten. Jawohl, das tun wir dann so auch. Halten Sie Umschalt gedrückt, um zu rennen. Das können wir auch. Wir haben sogar jetzt schon einen Kontrollpunkt erreicht. Ja, die Kamera ist so ein bisschen seltsam positioniert, wie ich finde. So ein bisschen über der Schulter und dann auch noch von der linken Schulter. Ein bisschen seltsam, aber daran werde ich mich garantiert... Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Ja, danke, Alan, dass du so reinquatscht. Ich dachte, du bist Schriftsteller und keine Sabbeltante. Ja, jetzt bin ich total aus dem Konzept mit der Kamera. Genau, ja, daran werde ich mich bestimmt gewöhnen. Wie gesagt, ich freue mich schon total, diese Spieleperle hier zu erleben. Und alleine die Atmosphäre hier ist ja schon mal der Oberhammer. Dieser Nebel und die Bäume und alles so düster und waberig, also schon mal richtig geil. Oben links sehe ich schon mal eine Art Kompass zum Leuchtturm gehen. Ja, Wahnsinn, wir müssen also zu diesem Leuchtturm. Aber bevor wir da hingehen, weil ich denke mal, wir müssen ja da lang, schaue ich mich dann einmal hier um. Welcome to the town of Night Springs, population 2589. Also willkommen in der Stadt Night Springs mit einer Bevölkerung von 2589. Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Ja, Mensch, wer hätte das denn gedacht? Ja, das finde ich ja jetzt schon schade quasi, denn hier stand bei meinem ersten Versuch noch eine Thermosflasche, die habe ich eingesammelt, scheinbar ein Sammelobjekt, das auch über die Spiele-Sessions hinausgeht. Also habe ich die jetzt schon eingesammelt im Test, aber mehr ist auch wirklich noch nicht passiert in dem Spiel. Das heißt, alle weiteren Gegenstände, die wir finden, die werden auch noch da sein. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ich bin ja generell jemand, der sich gerne überall umschaut. Wenn Alan nicht gerade irgendwo lang glitscht. Guck mal, hier ist noch ein geschlossenes Sixpack-Bier. Kann man das nicht mitnehmen? Nein, leider nicht. Okay, was haben wir denn hier? Missing, have you seen this man? Call 555 irgendwas, 81 irgendwas, 531 irgendwas. Und hier haben wir Hiking Trail, Rain Cove Point Lighthouse. Also hier aber quasi eine Hiking-Strecke, Wanderstrecke, wenn das Hiking heißt. Alan Wake, The Sudden Stop. Hier sind es also schon Werbung für einen Roman von Alan. Also zumindest in seinem Traum ist er wahrscheinlich schon ein berühmter Schriftsteller. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Verdammt. Nein, ich... Scheiße. Lass mich doch in Ruhe. Geh doch weg. Niemand will dich. Scheiße. Das geht ja schon richtig gut los. Ich muss springen. Das Licht geht schon aus. Oh Gott, oh Gott. Sie haben den Termin verpasst. Ich hab was? Drücken Sie Umschalt und um auszuweichen. Huch. Gut gemacht. Huch. Ich weiß gar nicht, was ich tue. Noch einmal ausweichen. Okay. Hat auch noch geklappt. Erfolgreich werden manche mit einer Filmsequenz belohnt. Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Ach du Scheiße, Alan, sag mal, geht's dir noch gut? Ich glaube, du solltest weniger von den Pillen nehmen. Das ging ja schon richtig gut los.
Oh Gott, ja, natürlich. Die Brücke sieht auch sehr, sehr einladend aus. Lass uns hier mal ganz schnell rübergehen. Ich glaube nicht, dass die Brücke hier lange überleben wird. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Was? Ach du Scheiße, jetzt müssen wir hier ganz schnell rennen. Los, 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 los. Weiter, weiter, weiter. Scheiß auf die Lichter, die hier kaputt gehen. Wir haben, dürfen hier nichts anderes im Auge haben. Außer vielleicht, wo ist denn dieser Wirbelsturm? Ich sehe ihn schon gar nicht mehr. Ganz egal, umso besser. Einfach weiter rennen, weiter, 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 weiter. Es ist ziemlich zugig hier gerade. Ach Mensch, Scheiße. Und die Lichter gehen hier alle aus. Ah, verdammt. Ich sehe immer noch nicht, wo es herkommt. Ja, hier lang. Ich bin ja schon unterwegs. Ich kann ja schon gar nicht mehr rennen hier. Oh Gott, alter Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, da sind wir. Und die Brücke stürzt natürlich genau passend ein. Ach, verdammt. Ach, du Scheiße. Ja, ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Oh nein! Stopp! Nein! Nein! Verflucht, stirb! Nein, nein! Ah, ah, Scheiße. Saß fest. Es gab kein Entkommen. Es gab kein Entkommen? Ach du Scheiße. Die Fernseher, die Augen. Ah! Lass mich doch in Ruhe. Kann ich mich hier nicht verkriechen? Was kann ich jetzt machen? Hier vielleicht irgendwie oder. Ja, Mensch, es gibt. Alter, was ist denn mit dem falsch? Komm, kann ich denn hier nicht raus? Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ja, ach nee, was du nicht sagst. Ich dachte, wir machen hier noch ein nettes Picknick oder so. Scheiße, ich will hier raus. Kann ich denn nicht durch diese Tür hier gehen? Scheiße. Ach Gott. Dem Licht nach. Ja, dem Licht nach. Sehr, sehr gerne. Ah. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Okay. Dann gehen wir mal ganz schnell ins Licht. Wir fokussieren das mal. Ah. Okay. Ah, jetzt geht's schon besser. Ah, na toll. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Ich bin in Ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Kann ich mal ganz kurz reden, liebes Licht? Also, was du da... Wie lange? Es bleibt keine Zeit. Alter, ja gut, ich mach ja schon.